Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Sarah Wagenknecht von Markus Lanz und den anderen Gästen beständig unterbrochen wurde, um sie als populistisch und dumm hinzustellen. Und inwieweit das vielleicht verfangen hat oder auch nicht. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Sie das jeden zweiten Abend öffentlich vor Millionen von Menschen geißeln. Und Sie dürfen das. Ja, aber es ist doch trotzdem, zum Beispiel, wenn Dinge verteuert werden. Ja, ich sage ja auch nicht, dass wir in der DDR leben. Ich bin halt froh, dass wir nicht mehr in der DDR leben. Da hat der Staat aber alles vorgegeben. Das ist da, worauf ich hinaus will. Ja, aber man muss doch genau gucken, wo bei uns Dinge wieder beginnen, die tatsächlich auch bedrohlich sind. Und ich meine, in der Corona-Politik war es extrem. In der Corona-Zeit wurde einem wirklich vorgeschrieben, wann man noch sein Haus verlassen durfte, wann man sich impfen lassen durfte. Da war es ganz extrem. Das haben Sie ja teilweise sogar auch kritisiert. Also Habe ich, Frau Wagenknecht, aber sehen Sie auch da wieder. Sie haben sich entschlossen, sich nicht impfen zu lassen und niemand konnte Ihnen dafür irgendetwas. Ja, irgendetwas. Ich durfte ein halbes Jahr in kein Restaurant, in kein Café. Ich durfte nicht einkaufen gehen außerhalb der Supermärkte, so wie alle anderen, die sich nicht haben impfen lassen. Also man war gesellschaftlich völlig raus aus dem öffentlichen Leben. Und ich sag mal, das ist jetzt im Alter von über 50 vielleicht noch okay, aber bei jungen Menschen, die mit ihrer Truppe, mit ihren Freunden ausgehen machen wollen. Machen Sie sich nicht so alt. Nein, aber ich sag mal, es ist natürlich schon, oder wo man nicht mehr irgendwie ins Sportstudio durfte, man auch nicht mehr. Man konnte, wenn man in einem Club war, Fußballclub, alles nicht mehr. Also das war natürlich, das war der drastischste Eingriff. Das war heftig und ich möchte nicht, dass sich das nochmal wiederholt. Also ich meine, wir haben das nie aufgearbeitet, bis heute nicht. Und dann wählt man was anderes, wenn man das nicht möchte, schlicht und ergreifend. Ja, zum Beispiel haben viele Leute deswegen die FDP gewählt, weil sie das nicht mehr wollten. Dann kriegten sie die Ampel und dann kam 2G bundesweit. Also, lass uns nicht über Corona sprechen. Das wird Sie jetzt natürlich nicht überraschen. Das klingt ja auch so durch aus dem, was Sie so sagen, dass Wähler der Linken, aber auch der AfD überproportional oder mehr Angst vor der Zukunft haben als jetzt Wähler der Grünen und der FDP zum Beispiel. Das sieht man ja auch an ihren politischen Positionen. Also eigentlich, was Sie wollen, ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das kann ich auch, wie gesagt, ich will bestimmt nicht, dass das, was wir jetzt haben, so bleibt. Das ist so ziemlich der härteste Vorwurf, den man machen kann. Naja, Sie wollen nicht den Krieg in der Ukraine, das natürlich nicht, aber Sie wollen weiterhin, dass das Schnitzel okay ist, dass das normale Auto okay ist, dass keine Migranten kommen, dass es keine Gender-Fluid Identity gibt. Alles in Ordnung, aber Fakt ist, die Welt verändert sich und ein Teil der Gesellschaft ist schon dabei und Sie sind halt in der hinteren Welle quasi und das tut Ihnen weh und das verstehe ich auch, aber die Welt verändert sich und ich glaube, dass Sie und die Leute, die sich bei Ihnen wohlfühlen, dass es im Grunde genommen eine ganz große Gruppe Zukunftsangst ist. Das kann ich nachvollziehen, aber Angst vor der Zukunft heißt nicht, sich vor ihr wegducken, denn die kommt sowieso. Ja, aber es gibt doch nicht die Zukunft. Es gibt verschiedene Zukunftsmöglichkeiten. Aber was wünschen Sie sich denn? Sie wünschen sich doch, dass die Zukunft genauso ist, wie Sie gerade beschrieben haben. Schnitzel bei Aldi, kein E-Auto, keine Migranten. Eigentlich wollen Sie ewig 1995. Also eigentlich wünsche ich mir sowieso was war das? 1995. Ewig 1995. Immer das Gleiche. Auch ein schöner Buchtitel. Also, gerade ja. Also auch damals war Deutschland schon ein Land mit ziemlich großer sozialer Ungerechtigkeit. Sie haben doch selbst gesagt, Sie haben Angst vor der Zukunft. Wenn die Ampel so weitermacht oder wenn die nächste Regierung die Politik der Ampel fortsetzt, dann habe ich große Angst vor der Zukunft unseres Landes, weil aber ich sehe, dass unsere Industrie Fakt kaputt ist, geht, dass richtig, unsere Fakt Wirtschaft ist, den Bach untergeht. Selbst wenn, also ich will jetzt nicht, ich bin nicht Parteimitglied der Grünen, aber selbst wenn einem die grüne Politik wehtut, Fakt ist, dahinter ist der Klimawandel. Und einfach sagen, ich möchte aber weniger arrogant behandelt werden dafür, dass ich mich nicht verändern will, das geht nicht. Wir müssen uns alle verändern. Die Frage ist doch, welche Veränderung sinnvoll ist. Also das, was wir zurzeit machen, das, was Habeck zurzeit macht an Politik, das bekämpft den Klimawandel überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also der Beitrag zum Beispiel dieses Heizungsgesetzes. Richtig, aber nach Schnitzel und normales Auto bremst das auch nicht. Ja gut, bei Schnitzel ist ja wohl eher die Frage, wie die Schweine vorher gehalten wurden, als ob man das Schnitzel isst. So, und da ist ja auch ein völliger Widerspruch. Also zum Beispiel, wenn wir über Massentierhaltung reden. Also diese Regierung verhandelt über Freihandelsabkommen mit dem Mercosur. Das bringt ganz billiges Fleisch nach Deutschland. Dann werden die Massentierhaltungen bei uns wahrscheinlich... Steht aus Südamerika, ne? Ja, aus Südamerika. Aus Lateinamerika. So. Und ich meine, natürlich kann sein, dann gehen hier die Bauern alle pleite, also haben wir hier keine Massentierhaltung mehr, wir sind ganz edel. Aber wir führen das dann von woanders ein. Und so ist es ja in vielen Bereichen. Wenn wir die Industrie hier in Deutschland vertreiben, weil wir mit Emissionshandel und hohen Energiepreisen ihnen das Leben schwer machen, heißt das doch nicht, dass das Weltklima profitiert, sondern dann wird woanders produziert, oft wesentlich dreckiger produziert.
Na, die USA diskutieren jetzt zum Beispiel darüber bei den großen Internetkonzernen. Also, Zerschlagung, haben die Amerikaner immer gemacht. Ja, also man kann das auch mit dem höflichen Begriff der Entflechtung beschreiben. Ja. Aber ja, natürlich. Also ich meine, entweder will man das merken. Wenn alles ein Markt funktionieren soll, dann braucht es Wettbewerb. Und wenn wir in vielen Märkten keinen wirklichen Wettbewerb mehr haben, dann führt das natürlich dazu, dass auf der einen Seite Menschen sich Dinge nicht mehr leisten können und auf der anderen Seite überbordende Gewinne gemacht werden. Und das haben wir jetzt auch. Also wir haben ja nicht nur wirtschaftliche Da würden Sie sagen, ihr macht so viel Gewinn, das nehmen wir euch weg. Nein, ich finde es sinnvoller, dafür zu sorgen, dass der Markt wieder funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, ja, Entflechtung, da muss man keine Gewinne abschöpfen. Aber was ist hier passiert? Sarah Wagenknecht will ihre Sachargumente ausführen und wird sofort unterbrochen. Markus Lanz lacht und tut so, als wäre es nicht ernst zu nehmen, was Sarah Wagenknecht sagt, und unterbricht sofort mit einer Frage, die suggeriert, sie wäre inkompetent. Also zum Beispiel, er sagt, ja, was würden Sie denn machen? Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt eine Regierung wären? Lacht dabei und gibt die Antwort sozusagen gleich selbst. Sie ist natürlich viel zu inkompetent, um irgendwas zu tun, was vernünftig wäre. Das heißt, sie wäre der jetzigen Regierung von der Kompetenz her klar unterlegen. Ähnlich machen es die anderen Gäste. Floros Gaub, sie stellt sich auf eine höhere Ebene. Das heißt, sie geht auf die Sachargumente von Wagenknecht gar nicht ein, sondern sagt, ja, ich habe mir das jetzt alles angehört, das ist für mich so 1995 rückwärtsgewandt. Und ja, die Zeiten sind aber vorbei, wir sind jetzt in der Moderne und nicht mehr 1995. Und versucht sie auch so lächerlich zu machen. Genauso macht es auch der dritte Gast. Wie hat Sarah Wagenknecht reagiert? Sie hat, aus meiner Sicht, versucht, nur auf das Sachliche zu hören. Das heißt, dieses ganze Lachen und die Art und Weise hat sie komplett ignoriert und ist allein auf den sachlichen Inhalt eingegangen. Das heißt zum Beispiel mit 1995, dann hat sie gesagt, ja, ich habe jetzt das und das gesagt, was ist denn da 1995? Es ist doch so und so und so und so. Und bringt auf diese Weise Markus Lanz unter Zugzwang und Florence Gaub. Sie machen aber unbeirrt so weiter. Also es geht die ganze Sendung so, Markus Lanz lässt sie keine Minute ausreden, sie antwortet sachlich, er kommt dann sofort mit der nächsten Frage und versucht sie aus dem Konzept zu bringen. Sie lässt sich aber nicht aus dem Konzept bringen, sondern beantwortet stoisch immer wieder die Fragen. Aus meiner Sicht, es bedarf schon einiger Nervenstärke, so ruhig zu bleiben und den Inhalt so gut abrufen zu können. Das heißt, sie hat sich inhaltlich aus meiner Sicht wirklich exzellent vorbereitet. Und da könnten sich einige AfD-Vertreter aus meiner Sicht ein Beispiel dran nehmen. Weil das ist schon vorbildlich, wie sie hier inhaltlich alles parieren kann. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um in der Diskussion gut dastehen zu können. Was ist jetzt auffällig? Sarah Wagenknecht könnte in ruhigem Tonfall auch deutlich machen, was hier passiert ist. Dass also Markus Lanz sie unterbrochen hat, dass er gelacht hat, dass Floris Gaub sich auf eine andere Ebene stellt. Also diese ganzen Vorgänge, die unterbewusst auf den Zuschauer wirken sollen, und die auch wirken, die hätte sie hier in den Vordergrund rücken können. Darauf hat sie aber verzichtet. Und jetzt stellt sich die Frage, reicht das so? Sie hat jetzt allein inhaltlich geantwortet und entweder sie denkt es oder sie ist sich des Nachteils bewusst. Sie denkt, also vielleicht denkt sie, das überzeugt die Leute. Und aus meiner Sicht, das überzeugt auch einige Leute. Aber es ist die Frage, wie viele Leute es überzeugt. Weil die Leute hören auf einer unterschiedlichen Ebene zu. Also viele Leute wollen auch zwischen den Zeilen lesen. Sie hat jetzt die Einstellung, oder auch wir betrachten das wie Mathematik. Hier Sarah Wagenknecht sagt 1 plus 1 ist 2, sie wird unterbrochen. Und dann denken wir uns, ja natürlich ist 1 plus 1 2, der Markus Lanz, was will er denn? Aber tatsächlich ist es so, dass viele Leute zuhören, und versuchen zwischen den Zeilen zu lesen und sagen, okay, der Sachverhalt, der ist so komplex. Markus Lanz und die anderen, sie werden schon einen Punkt haben. Das heißt, es ist jetzt Aussage gegen Aussage. Und es wirkt dann so, also das versuchen ja Markus Lanz und die anderen Gäste zu vermitteln. Sie versuchen, Sarah Wagenknecht zu framen. Und wie machen sie das? Sie stellen eine innere Einstellung zur Schau, die aussagen soll, ich halte Sarah Wagenknecht für inkompetent. Und sie setzen darauf, dass die Zuschauer das lesen. Das heißt zum Beispiel, indem jetzt Markus Lanz lacht
während Sarah Wagenknecht redet, sie immer wieder unterbricht, möchte er zur Schau stellen. Ich halte Sarah Wagenknecht für inkompetent und sie redet Unsinn und deswegen muss ich es unterbrechen. Oder sie redet um den heißen Brei herum, sie lenkt vom Thema ab, sie kommt nicht auf den Punkt, ich muss sie unterbrechen. Das möchte er suggerieren. Und Florence Gaub möchte suggerieren, ich denke jetzt, Sarah Wagenknecht, ja, sie ist rückwärtsgewandt. Sie ist populistisch und rückwärtsgewandt. Und es geht hier gar nicht darum, dass sie jetzt die Zuschauer argumentativ davon überzeugen will, sondern der Trick hierbei ist, dass es aufs Unterbewusstsein wirken soll, dass der Zuschauer glauben soll, dass sie glaubt, dass Sarah Wagenknecht eine Populistin ist und dass Markus Lanz glaubt daran, dass er wahrhaftig daran glaubt, ehrlich daran glaubt, jetzt Sarah Wagenknecht unterbrechen zu müssen. Und die Leute auf das Inhaltliche gar nicht mehr so achten, sondern hier zwischen den Zeilen lesen wollen. Das ist überhaupt aus meiner Sicht der Haupttrick, wie die Propaganda funktioniert. Und das ist eine sehr ausgefeilte Propagandastrategie, die sehr wahrscheinlich seit 150 Jahren in den USA angewandt wird und sich dann in Europa ausgebreitet hat. Diese Propagandastrategie setzt darauf, dass die Leute sich nicht mit den Inhalten auseinandersetzen wollen oder auch zu wenig Zeit haben und sie deswegen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Also sie versuchen herauszulesen, okay, wir haben jetzt hier Markus Lanz, wir haben jetzt hier 4:1. Sie alle denken, Sarah Wagenknecht ist inkompetent. Sie nehmen sie nicht ernst. Also werden sie schon recht haben. Also auch wenn ich jetzt den Inhalt, gut, es mag jetzt vielleicht mir logisch erscheinen, was Sarah Wagenknecht sagt, aber ich kann das ja gar nicht durchschauen. Die Inhalte sind so komplex, ich kann das ja gar nicht durchschauen. Wenn die drei Leute meinen, Sarah Wagenknecht ist bescheuert, sie ist inkompetent, dann wird das schon stimmen. Und es wirkt auch aufs Unterbewusstsein. Also es geht am Oberbewusstsein vorbei ins Unterbewusstsein, dass man registriert, okay, wir haben jetzt hier drei Leute, die halten Sarah Wagenknecht für inkompetent. Das ist die Mehrheit, also es ist hier 3-1. Und es wirkt psychologisch ganz stark, dass hier eine Mehrheitsmeinung gegen eine Minderheitsmeinung ist. Also Sarah Wagenknecht wirkt wie eine Außenseiterin. Und jetzt stellt sich die Frage, ist sich Sarah Wagenknecht dieses Problems bewusst und nimmt sie es in Kauf, weil Sarah Wagenknecht kann ja sehr bedacht reden. Und sie könnte natürlich sehr wohl darauf eingehen, also sie hätte sehr wohl die Möglichkeit dazu, hier auf den Punkt zu bringen, was Markus Lanz und was die anderen machen, dass sie unterbrochen wird, dass sie geframed wird. Das heißt, sie könnte das thematisieren. Das würde aus meiner Sicht Markus Lanz und die anderen Gäste völlig zerstören, wenn sie zusätzlich zu den Sachargumenten noch darstellt, was Markus Lanz und die anderen machen. Aber das Problem hierbei ist, wenn sie Markus Lanz und die anderen effektiv zerstört vor dem Publikum, eben dieses Framing zunichte macht, indem sie es offen thematisiert, dann wäre sie zu stark, dann würden die Öffentlich-Rechtlichen sehen, okay, Sarah Wagenknecht gewinnt hier auf ganzer Linie, wir können sie nicht mehr einladen. Wir sehen ja, AfD-Vertreter werden nicht eingeladen, auf wundersame Weise wird Sarah Wagenknecht eingeladen, obwohl sie ja sehr gut argumentieren kann, was ja den Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie ihre Einheitsmeinung verbreiten wollen, das müsste ihnen ja ein Dorn im Auge sein. Es ist natürlich so, dass Sarah Wagenknecht sich auch ein Bein gestellt hat, inhaltlich, indem sie sich aus meiner Sicht bei der Ukraine, bei dem Ukraine-Konflikt, beim Ukraine-Krieg, sich in vielen Bereichen auf den Mund gebissen hat, was die Vorgeschichte angeht. Sie nicht offen thematisiert hat und viele Leute darüber nicht Bescheid wissen. Das hat natürlich den Nachteil, wenn die Leute sozusagen eine andere Glaubensrichtung haben, also denken, Russland ist der Dämon, dann wirkt es natürlich sich negativ auf die Sicht auf Sarah Wagenknecht aus. Das heißt, das ist ein Punkt, der Sarah Wagenknecht schwächt. Es ist aber hier zu bemerken, dass sie jetzt sehr stark nachgelegt hat auf ihrem Kanal mit einem wichtigen Video zum Nord Stream. Jedenfalls werden die Öffentlich-Rechtlichen denken, oder auch Markus Lanz, sie denken, Sarah Wagenknecht hat das nicht durchschaut, wie das auf Unterbewusstsein wirkt. Dass das Framing, auch wenn sie scheinbar argumentativ gewinnt, dass sich ins Unterbewusstsein einpflanzt und sie hier verliert, weil es 4-1 ist und sie sich gegen das Framing nicht thematisiert und es dadurch ins Unterbewusstsein durchrutschen soll, weil es nicht im Oberbewusstsein ist. Es könnte sein, dass Sarah Wagenknecht denkt, dass Markus Lanz und die anderen das wissen, dass die anderen denken, sie gewinnen, sie aber denkt, sie gewinnt durch die Sachargumente.
Weil was hier natürlich auffällig war, ist, wie ruhig Sarah Wagenknecht geblieben ist. Also, dass sie sich überhaupt nicht hat verunsichern lassen. Und aus meiner Sicht, das ist tatsächlich sehr stark gewesen. Und es braucht wirklich sehr viel Nervenstärke, das so abrufen zu können, wie es Sarah Wagenknecht gemacht hat. Das heißt, vielleicht ist es so, dass Markus Lanz und die anderen gedacht haben, sie könnten sich schon etwas mehr aus dem Konzept bringen. Also sie könnten mehr Chaos in das Ganze bringen und sie dann leichter framen. Aber Sarah Wagenknecht hat stoisch, ist wirklich auf jedes Sachargument eingegangen und hat in Ruhe geantwortet und hat dadurch Kompetenz bewiesen. Was vielleicht die anderen nicht dachten, dass sie das so schaffen kann. Weil aus meiner Sicht ist konnte Sarah Wagenknecht das hier tatsächlich gewinnen. Auch wenn natürlich vielleicht es nicht bei allen Leuten geklappt hat. Also halt viele Leute, die sich intellektuell überhaupt nicht bemühen und nur zwischen den Zeilen lesen, da hat sie vielleicht trotzdem verloren. So unglaubwürdig das klingen mag. Aber es hängt von der Psychologie der Leute ab. Also jeder Mensch ist anders. Und es ist die Frage hier, wessen Spekulation aufgegangen ist. Ob die Öffentlich-Rechtlichen, ob sie recht haben, dass es trotzdem funktioniert, auch wenn Sarah Wagenknecht inhaltlich gewinnt, allein durch das Framing, oder ob Sarah Wagenknecht gewinnt. Das heißt, sie beide wollen sich im Grunde gegenseitig reinlegen. So scheint es mir. Weil aus meiner Sicht, viele sehen Sarah Wagenknecht sehr kritisch, ich auch, weil sie die AfD dämonisiert hat und sie damit den US-Propagandastrategen einen wichtigen Dienst erwiesen hat. Weil es natürlich gegen die Partikularinteressen ist, wenn die AfD sich mit ihren Positionen, mit ihrer Positionierung, wenn sie Anklang findet in der Bevölkerung. Das heißt, die Positionierung der AfD, sie muss unwirksam gemacht werden, indem die Leute keine Alternative sehen, sie zu wählen. Dadurch muss die AfD negativ geframed werden und dazu hat Wagenknecht einen Beitrag geleistet. Das heißt, das ist natürlich ein wichtiger Grund, weshalb Wagenknecht eingeladen wird als Kronzeugin gegen die AfD. Und aus meiner Sicht, Sarah Wagenknecht hat auch immer gewusst, dass sie das abliefern muss, weil sie sonst nicht eingeladen wird. Sie verspricht sich durch die Öffentlich-Rechtlichen aus meiner Sicht eine Reichweite, die sie anders nicht bekommen kann. Und sie weiß, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihr den Hahn abdrehen, dann ist sie niemand. Und indem sie eben bestimmte Dinge erfüllt, denken die Öffentlich-Rechtlichen, okay, Sarah Wagenknecht erfüllt ihren Zweck, wir laden sie ein. Und das ist ein Vorteil für uns und im Grunde legt sie sich selbst rein, jedenfalls ihre Ziele. Also wenn sie ihre Ziele ernst nimmt, dann würde sie sich selbst reinlegen, indem sie in die Talksendungen geht und sozusagen diesen Preis in Kauf nimmt, den sie geben muss. Also dass sie die AfD dämonisiert und dass sie das Framing gegen sich erträgt, unwidersprochen. Viele hatten bis jetzt Zweifel, ob Sarah Wagenknecht tatsächlich, ob sie vielleicht nicht kontrollierte Opposition ist. Aber aus meiner Sicht, das neue Nord Stream Video zeigt, dass sie es mit ihrer Partei ernst meint. Also dass sie tatsächlich eine Veränderung will. Also sie hat mit dem Nord Stream Video, da werde ich nochmal extra ein Video dazu machen, da hat sie jetzt aus meiner Sicht massiv vorgelegt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.